Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Dying Fucking Light. Hier ist euer Memento Mori und wir müssen jetzt den zweiten Sendemast, ups, runter geht's, den zweiten Sendemast aktivieren für Race und hoffen dann, dass wir das Anti-Ziel bekommen. So, ich springe jetzt einfach mal. Oh! Fuck, Alter, ich dachte nicht, dass das jetzt so ins Auge geht. So, oh! Oh, schnell, 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 oh! So, wir gehen weiter, wir laufen jetzt einfach hier etwas durch. Man sieht, ich habe eine andere Waffe, das ist deswegen, weil es den einen kleinen Exploit gab und da habe ich mir ein paar Waffen geworfen, wenn man es so sagen will. Ist aber leider schon gefixt. Funktioniert nicht mehr. Aber das macht nichts. Oh, da vorne ist ja gleich. Hey Ja, Karim, was Medizinabwehr. ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Ist er Du nicht. weißt wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht. Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Ein grausamer Tod erwartet dich. So, ich bin schneller. Ha! Ich bin schneller. Ich bin. Nimm alles, nimm. Greif zu. Greif zu. Andere Seite auch noch. Greif zu. Ja, wenn wir die abgeben, bekommen wir etwas Ruf oder so ähnlich in unserem kleinen Tower. Ja, ihr habt mir. Bäh. 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 Ja, ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, wie Askefem. Es sind leider nicht so viele bis jetzt. Aber ich versuche jetzt. Oh, hier geht's nicht durch. Nee, das probieren wir lieber nicht bei dem Stacheldraht. Aber ich versuche jetzt pro Folge mal eine zu beantworten. Und die erste ist von Christian, glaube ich. Und zwar, welches Spiel gefällt dir bis jetzt am meisten? Das ist eine wirklich gute Frage und auch eine schwere Frage, denn jedes Spiel hat so seine Vor- und Nachteile, ne? Also ich muss sagen, wirklich letztes Jahr oder so, das stimmigste Spiel war für mich, finde ich, Child of Light und wie hieß es noch? Valiant Hearts. Also das war wirklich mit Liebe gemacht. Und man merkte es so richtig, also da die Texturen und alles, die waren halt gezeichnet, ne? Also viel Mühe, auch die Musik war sehr stimmig, die Geschichte auch. Also es war generell ein sehr gutes Spiel eigentlich, ne? Etwas mehr storylastig. Oh, da konnte wer nicht fahren kann. Ansonsten, eigentlich hat jedes Spiel, also ich kann zum Beispiel sagen, welche mir nicht gefallen haben. Das war zum Beispiel, Watch Dogs zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel angefangen, hatte aber nur Probleme und da vergeht einfach die Lust, ne? Also wenn die Fahrphysik nicht stimmt und Karim, ich bin alles. beim zweiten Antennenturm. Ja. Der Zaun steht unter Strom. Ja. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Ich werde sie umbringen. Was zum Henker willst du? Ich will rein. Hallo. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ich sollte Wie dich kann das denn? umbringen. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Ja. Was ist Oh, weiter? kann ich nichts Sie? mitnehmen. Ja, wir arbeiten für Sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Für wen arbeitet ihr? Arbeiten die für die Zombies nie, oder? Wow, jeder ist Kletterprofi in einer Zombie-Apokalypse. Und ich bin auch Kletterprofi. Da ist alles zugesperrt, ne? Wie komme ich da jetzt hoch am besten? Kann ich das? Nee, Schloss kann ich nicht kaputt machen. Okay. Dann hier. Oder vielleicht auch nicht. Wie geht's hier hoch? Vielleicht hier? Oh! Das war knapp. Ja, super. Wie komme ich da wirklich hoch jetzt? Da drüben sieht es so aus, als würde es da hochgehen. Ja.
muss nur richtig springen. Jawohl. Langsam. Langsam. Ja, das ist halt Geschmackssache, ne? Welches Spiel gefällt dir am meisten? Also ich muss sagen, Dying Light ist wirklich ein geiles Spiel. Ja, hier kannst du nicht hoch, oder was? Ah, perfekt. Wir klettern hier hoch. Einfach so. Ja, Dying Light ist ein cooles Spiel, muss man sagen. Also das ist wirklich stimmig. Das hat mich auch gefesselt. Wie man es vielleicht sieht, also kommt öfters. Und ja. Boah. Das war knapp, das war knapp. Fast runter. Ich bin auch etwas erkältet, es tut mir leid, falls sich die Stimme etwas kratziger anhört, aber ich wollte einfach das aufnehmen, weil sonst gibt's eine Pause mit deinem Kleid. Für euch die Scheißkletterei war's wert. Und das wollen wir nicht. Ah ja, wenn ich... Vielleicht wird's sogar schlimmer, also ich weiß noch nicht, ne? Und wenn ich halt wirklich komplett krank bin, dann, ja, scheiße, ne? Ende im Gelände. Wo geht's hier jetzt hoch? Kann ich hier hoch? Ja. Ah, okay. Nein! Shit. Nee, bin ich jetzt... na okay. Ich dachte schon, ich bin ganz unten. Die könnten mir einfach den Schlüssel geben, ne? Dass ich hier hochkomme. Mich nicht quälen muss. Alter, wo geht's hier hoch nochmal? Ah, hier. Fuck! Klettern, klettern, klettern. Klettern, klettern, klettern. Ah, jawohl. Die Klettermechanik ist etwas gewöhnungsbedürftig in dem Spiel, aber man gewöhnt sich schnell daran. Wenn man es weiß, ne? Wenn man es weiß, ist kein Problem. Wow! Ja, wie fandet ihr eigentlich den Zombie-Modus? Der wäre ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. War ich schon auch etwas ohne Aufnehmen drinnen? Hey, ich habe die Leute rasiert, ohne Scheiß. Okay, hier. Ah, hier! Alter! Boah, das war knapp! Sollst du hochklettern? Ah, das war knapp, das war knapp. So, jetzt geht's hier, glaube ich, ne? So, und da jetzt wie weiter? Das sieht alles irgendwie etwas komisch aus. Wo geht's hier weiter? Sollst du durchklettern? Du sollst ja durchklettern, ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und wir sind bald oben. Es wird schon dunkel, sehe ich. Ja, es wird gefährlich für uns. Definitiv. Denn Dunkelheit... ich weiß nicht so recht. Das ist scheiße, ne? Die Zombies sind viel aggressiver, viel gefährlicher und alles. Pipapo und so. Okay, ich muss hier irgendwie auf die andere Seite kommen. Alter! Alter! Kletter doch mal vernünftig, Mann! Ja, die Kletterpassagen, wie gesagt, sie ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gehört auch dazu gesagt, ne? Das ist halt heftig. So, jetzt gehen wir hier wieder hin. Langsam. Jetzt gehen wir hier rauf. Oh, er hat's geschafft. Alter Falter. Die Frage ist, was finden wir jetzt da oben? Was ist das? Flagge. Neue Wendigkeit. Nee, ich muss... Ohne Scheiß, ich muss runter, oder was?
Ich bin so hoch. Dass ich das erlebe. Oh. Okay. Transmitter noch weiter runter. Alter, das ist blöd. Ich bin so hoch. Gibt's ja nicht. Das Runtergehen ist immer das Schwerste, ne? Alter. Okay, hier ist irgendwo der Transmitter. Hier haben wir ihn. Oder? Jawohl. Wir haben ihn gefunden. Ja. Wolfenstein war auch ein geiles Spiel, ne? Die Fukushima-Hunde. Jetzt mach doch da auf. Warum ist auf einmal alles rot? Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktion jetzt? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Ich finde alleine zurück. Und zwar hier. Leroy! Oh! 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 Alter, es wird dunkel, ne? Ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Okay. Ja, wir werden schauen, ob wir es schaffen. Höchstwahrscheinlich werden wir zerstückelt. Geil. YOLO und so, ne? Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Ja, das war ich. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Rais. Um Antizin zu holen? Genau das. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Ja. Ich komme hin, so schnell ich kann. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht, denn es ist dunkel, ne? Oh, Batterie. Jeder braucht Batterie. Hallo? Jemand da? Nö? Afterparty? After. So, was finden wir hier? Irgendwas Gutes vielleicht? Nö. Vielleicht etwas Geld, Moneten. Hallo? Ah, zappendüstes. Ja, ich weiß, es ist jetzt dunkel, ne? Ich hätte schlafen können. Ja. Alter Falter. Alter Falter, es ist jetzt dunkel, wir müssen hier wirklich aufpassen, ne? Da oben ist auch was, ne? Oh, scheiße. Für Schlossknacken haben wir jetzt keine Zeit, ne? Oder? Haben wir Zeit? Ich weiß nicht so recht. Ah, im Dunkeln lässt sich's gut munkeln, ne? So Glück habe ich. Der halbe. Nee, ich bin im Multiplayer. Alter, ich bin im Multiplayer. Ich werde jetzt invasiert. Okay, machen wir einfach mit. Hey Crane, hör zu. Auf den Dächern ist etwas und es tötet unsere Kuriere. Das letzte, was wir hörten, bevor der Funk ausfiel, war, dass sie sich eine Art Schattenjäger-Brutplatz anzündet. Was sie auch erwischt hat, es meidet das Ding. Töte diese Schattenjäger. Komm her! Halte deine UV-Lampe parat. Und wenn dich irgendwas angreift, leuchtest du ihm voll ins Gesicht. Haha. Okay, ich kann ihn aufspüren. Jetzt weiß ich mal, wie es ist, der gejagt zu werden. Haben wir es erwischt? Ja. Ja. Nicht mit mir. Mit mir fickst du nicht. Nein. Jetzt muss ich die Eier kaputt machen, was? Von ihnen aufgeschlitzt. Das ist ja selber schuld, ne? Aber zum Glück gibt's jetzt nicht so viele Zombies oder so, ne? Alter, ich muss wirklich aufpassen, ne?
Wo ist er denn? Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, komm rein, du. Scheiße. Alter Falter. Alter Falter, hier geht's jetzt noch. Jetzt bist du tot. Nein, er hat mich auch. Nein! Alter, der... Nee, oder? Der zerstört mein Story-Dingsbums, ne? Mein LP stört er grad. Oh, okay. So, jetzt bin ich mal etwas Arschloch, ne? Da draußen. Irgendwo. Komm, die nicht her. Oder? Wieso kommt der her? Ich dachte, ich war im Licht. Ah, scheiße, der hat einen UV-Block. Mist. So ein kleiner Penner, aber den... Nee, irgendwas stimmt hier nicht. So. Haha. Hol mich, du Ding. Wieso kann ich hier? Alter, jetzt weiß ich, wie das ist, ne? Ziemlich unfair. Der Pounce-Angriff. Ja, ich habe die Lampe gehalten, du. Aber es war zu spät, ne? Wo ist der? Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Alter! Shion 1122, wenn du das siehst, du Penner! Das Inventar kann ich mir zurechtdrücken, ne? Er ist jetzt nahe. Achte auf Bewegungen. Alter, du bist ein... Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, ich sollte das rausschneiden, ne? Eins gegen eins, ja, das ist unfair, ne? Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Komm her da. Über mir ist er. Ja, komm rein da. Scheiße, jetzt hat mich das Ding erwischt.
Gott sei Dank ist das vorbei. Wo ist es? Alter, das Ding im Haus kannst du nichts machen, ne? Ja, Leute, ob ich es schaffe oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge von Memento Mori. Ciao, ciao.